Am Fuße des Schwarzwaldes, umgeben von Weinbergen, liegt das kleine Örtchen Ringelbach. Man nennt es auch die Perle an der Badischen Weinstraße. Mit seinen knapp 400 Seelen ist Ringelbach der kleinste Teilort der großen Kreisstadt Oberkirch. In Ringelbach zu leben, hat Lebensqualität. Zum einen liegt das Örtchen unweit von der pulsierenden elsässischen Metropole Straßburg entfernt. Zum anderen liegen Weinberge und Wälder, die zur Erholung einladen, direkt vor der Tür. Mein Name ist Klaus Servian, ich bin der Ortsfürst hier von Ringelbach. Ringelbach ist ein Stadtteil von Oberkirch und Ringelbach hat 370 Einwohner. Wir sind eine der kleinsten Gemeinden im Ortenaukreis und haben uns am Landeswettbewerb Unser Dorf hat Zukunft beteiligt. Für uns ist es ein wichtiger Schritt gewesen, den wir 2006 beschlossen haben, dass wir an diesem Wettbewerb teilnehmen und damit wir für unser Dorf eine Zukunft schaffen. Der Tourismus spielt in Ringelbach durch die direkte Lage an der Badischen Weinstraße eine wichtige Rolle. So hat der 3-Sterne-Superieur klassifizierte Hotelbetrieb Salmen in den vergangenen Jahren einen Millionenbetrag in die Sanierung und Erweiterung investiert. Wir sind hier im Garten vom Landhotel Salmen, ein Betrieb, den ich seit 15 Jahren hier führe und aufbaue. Und wir haben in den vergangenen 10 Jahren versucht, dieses Hotel zukunftsfähig zu machen. Wir haben sehr viel Geld investiert in den Betrieb, um zeitgemäße Zimmer und Einrichtungen für unsere Gäste hier in der Region nach Ringelbach zu holen und sind damit sehr erfolgreich und hoffen auch für die Zukunft, dass es so weitergeht. Wirtschaftliche Schwerpunkte der Ortschaft finden sich fast ausnahmslos in der Landwirtschaft, in den Bereichen Obst, Weinbau und Waldwirtschaft. Zu einem Ringelbacher Traditionsunternehmen zählt die Edelschnapsbrennerei Fies. 1948 vom Vater des heutigen Geschäftsführers Heinz-Peter Fies gegründet, steuert es nun auf den Wechsel in die dritte Generation zu. Jährlich verlassen das Unternehmen über 2 Millionen Flaschen Schnaps. 70% davon im Eigenvertrieb, 30% gehen in Großgebinden in die Industrie. So kommt beispielsweise auch die Moncherie-Kirsche nicht aus dem Piemont, sondern, wer hätte das gedacht, aus Oberkirch. Die Brennerei Franz Fies stellt an sich diese typischen Schwarzwälder Obstbrände her. Ein ganz oder überhaupt das bekannteste Produkt ist das Schwarzwälder Kirschwasser, daneben auch ein Schwarzwälder Ziehbärtler oder Schwarzwälder Zwetschgenwasser. Alle sehr edle Produkte, die von uns auch hauptsächlich bundesweit vertrieben werden über die Handelsketten oder Fachgroßmärkte. Des Weiteren haben wir auch einiges an Export in das benachbarte Ausland im Raum EU. Und seit letztem Jahr waren wir auch präsent auf der Weltexpo in Shanghai, wo unsere Produkte auch vertreten waren. Ein weiteres Traditionsunternehmen ist das Weingut Decker. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts wird hier Wein angebaut, das Wissen von Generation zu Generation weitergegeben.
Hier kommen nur die besten Trauben ins Fass, handverlesen und sorgfältig ausgebaut zu bestprämierten Weinen. Mein Name ist Hans-Peter Decker. Ich betreibe hier in Ringelbach ein kleines Weingut. Wir bewirtschaften 3 Hektar Reben rund ums Haus. Wir bauen vor allen Dingen Riesling, Spätburgunder, Grauburgunder und auch Gewürztramine an. Unsere Weinlagen sind überwiegend im Steilhang, auf Granitverwitterungsböden. Beim Weinausbau steht Qualität bei uns absolut im Vordergrund. Eine Vielzahl von Medaillen und auch der Top-10-Preis bei der Badischen Weinprämierung für unseren Rotwein 2003 können das belegen. Bei uns im Betrieb arbeiten alle Generationen am Weinentstehungsprozess mit. Der größte Arbeitgeber Ringelbachs ist Josef Bär. Für ihn arbeiten immerhin mehrere hunderttausend Bienen. Insgesamt hat er heute noch 27 Bienenvölker, von ehemals 100, die er von seinem Schwiegervater übernommen hatte. Im Nebenerwerb betreibend, achtet er mit großer Sorgfalt auf das Wohl seiner fleißigen Helfer. Sein Wissen gibt er mit Freude an jüngere Generationen weiter. Der junge Benedikt, ebenfalls aus Ringelbach, hat sichtlichen Spaß am Lernen um die Arbeit mit den Bienen. Josef Bärs Honig wurde bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnet und wird weit über die Grenzen Ringelbachs hinaus geschätzt. Die allermeisten Dorfbewohner sind in mindestens einem örtlichen Verein oder Gruppierung ehrenamtlich aktiv. Allein in der Trachtenkapelle sind über 160 aktive und passive Mitglieder. Dies zeigt auf besondere Weise die Verbundenheit und die kulturelle Identifikation der Bürger mit ihrem Ort. Und das ehrenamtliche Engagement zeigt sich vielseitig. Im Zuge des Landeswettbewerbs Unser Dorf hat Zukunft wurden im Jahr 2007 mit vielen Grundstückseigentümern Gartenberatungsgespräche geführt. Die Empfehlungen wurden mit sehr viel Engagement realisiert und haben das Erscheinungsbild des gesamten Ortes bedeutend aufgewertet. Fritz Huber, Gärtner aus Leidenschaft, hat die Empfehlungen der Beratungsgespräche nahezu vollständig umgesetzt und ist stolz auf das Ergebnis. Im Ehrenamt hat er auch die Pflege der Grünflächen am neu gestalteten Dorfplatz übernommen und investiert dabei sehr viel Arbeitsstunden für das Allgemeinwohl. Im Zentrum des Örtchens liegt der Dorfplatz, direkt beim Rathaus. Er wurde 2010 komplett neu gestaltet. Der Kinderspielplatz fand im Zusammenhang mit dieser Maßnahme ebenfalls eine Aufwertung, sodass das Umfeld des Dorfplatzes mit Ortsverwaltung und Kastelberghalle eine deutliche Aufwertung erfuhr. Hier tummeln sich tagsüber die Kinder jeden Alters, tauschen sich aus und spielen miteinander. Unweit vom Dorfplatz entfernt steht die Wendelinskapelle. Bereits 1840 hatten sich die Ringelbacher um eine Trennung von der Kirchengemeinde Waldulm bemüht, weil der Weg dorthin beschwerlich und Oberkirch näher lag. Dies wurde jedoch nicht gestattet.
Anfang der 1860er Jahre begann man dennoch ohne kirchliche Gelder und Zustimmung mit dem Bau der Kapelle, einzig finanziert aus den Spenden der Ringelbacher Bürger. 1864 erfolgte die Weihe. Direkt vor der Kapelle wurde 2011 auf Initiative der Frauengemeinschaft die Mariengrotte errichtet. Zusammen mit dem ehemaligen Ortsvorsteher Ernst Frammelsberger und dem Ringelbacher Baumeister Hubert Schröer wurde der Bau geplant und durchgeführt. Finanziert wurde die Mariengrotte aus Spendengeldern. Zu einer intakten Dorfgemeinschaft zählt auch die Integration der älteren Mitbürger. Guten Tag. Ich bin die Katharina Münter, 1921 hier in Ringelbach geboren. Ich habe einen großen Garten mit sämtlichem Obst, Beeren und so weiter. Ich mache jeden Tag meinen Spaziergang zum Schelzberg. Da hat man eine wunderschöne Aussicht. Erstens mal nach Oberkirch, Buddena, dann weiter die Vogesenkette, ein Stück davon, mit dem Straßburger Mönch. Das kann ich jeden Tag anschauen, wenn ich da hochkomme. Katharina Münter lebt schon seit 90 Jahren in Ringelbach und zählt zu den ältesten Einwohnern. Regelmäßig ist sie zu Veranstaltungen der örtlichen Vereine eingeladen. Für ihr Alter ist sie sehr vital und fährt noch heute mit ihrem Fahrrad für größere Einkäufe nach Oberkirch. Sie meint, es läge wohl an der guten Luft und der Nähe zur Natur, dass es ihr heute noch so gut geht. Die herrliche Lage, umgeben von Weinbergen, machen Ringelbach wohl tatsächlich zur Perle an der Badischen Weinstraße. Und so lebt, genießt und feiert man im schönen Örtchen Ringelbach.